meinem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich mache heute einen Journal für meine Kollegin weiter. Die hat mich einen schönen runden Geburtstag und ja, ich habe sie, glaube ich, ein bisschen neugierig gemacht, was so ein Junk Journal ist. Also hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall kriegt sie ein kleines Feines von mir. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet für dieses kleine, süße Journal. Ich möchte mal Album sagen. Nein, es ist ein Journal. Und nur ganz in Kürze zeige ich euch, worum es geht. Das Cover habe ich hier. Die Signaturen habe ich hier. Und dazu gibt es nämlich noch andere Videos, in denen wir gemeinsam die Junk Journal Signaturen hier ausgestalten. Das ist aber eine andere Sorte Mäuse. Heute möchte ich ein paar Tags machen. Ja, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, es wird höchste Zeit. Hier kommen nämlich viele coole Sachen. Bastelkram und Geplauder. Und auch über Likes und Kommentare freue ich mich natürlich immer. Heute geht es um Tags. So, was habe ich gemacht? Ich hatte 3 kleine Verpackungsschachteln und Fusseln habe ich auch dabei. Ich hatte 3 kleine Verpackungsschachteln. Die waren vorne so ein bisschen abgerissen, aber die Rückseite sah ganz süß aus, wie ich fand. Und aus diesen 3 Schachteln habe ich 3 Tags gemacht, oder erstmal ausgeschnitten und ein bisschen Papier geschnappt, per Hand liniert und ein bisschen geknittert und eingefärbt. Ich denke mal, das werde ich euch auch noch irgendwann zeigen. Das ist kein Hexenwerk. Genau, das werden nämlich meine 3 Tags, die ich dann irgendwie im kleinen Album verteilen möchte. Ja, sie sind ein bisschen klobig für dieses kleine Album. Insgesamt werden sie sich schon einfügen. So, und ich habe hier, jetzt sage ich schon wieder Album, Journal heißt das Ding. Ich habe relativ viel Notenpapier hier im Cover verbastelt und dementsprechend möchte ich jetzt auf die Tags auch Notenpapier bringen. In den Signaturen findet sich noch nicht viel Notenpapier. Das kommt dann noch, weil mindestens einer der Tags wird sich auch in den Signaturen wiederfinden und auch noch weitere Sachen natürlich mit Notenpapier, ganz klar. Genau, deshalb haben wir hier das Thema, das ist von dem Stamperia Orchids and Cats und hier habe ich Mutterns alte Liebesmarken oder Sammelmarken, wie auch immer man das nennt, mal so, je nach Landstrich nennt man das Liebesmarken, Sammelmarken, Poesiealbummarken. Da habe ich jetzt mal 3 süße kleine rausgesucht und möchte mit diesen Tags, den Noten und dem Geraffel hier schöne Tags verzieren. So, was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist mein Junk Journal Kleber und ein Pinsel, den ich gerade versuche hier aus dem Wasser zu fischen, zu einem richtigen erwischen. Der Trend geht jetzt um 2 Pinsel, also ich habe sogar einen 3. Pinsel in meinem Wasser. Und das Tuch diesmal auf der anderen Seite, ist auch schön. So, Junk Journal Kleber darf nicht fehlen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Licht an, weil tatsächlich hier die Sonne scheint und wir kriegen Licht und Schatten immer mal wieder durch den Walnussbaum ab. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Gegenlicht. So. Genau, der gute Junk Journal Kleber darf nicht fehlen. Jetzt, ich möchte die Tags oder die Noten auf den Tags so quer irgendwie rüber machen. Die sollen nicht symmetrisch sein, weil Symmetrie kann woanders sein. Das muss nicht hier. Ich mag Symmetrie manchmal schon, aber in meinen Journals mag ich Symmetrie so nicht so. Nicht so richtig. Dementsprechend klatsche ich mir jetzt hier erstmal ein bisschen Kleber drauf. Hier auch frei nach dem Motto, viel hilft viel. Also ich muss auf jeden Fall die Kanten schön erwischen. Und schwuppdiwuppdiwupp. Ja, ich weiß, es wird ein bisschen überstehen und dadurch auch ein bisschen die Klebefläche überstehen. Ich lege das einfach gleich hohl, zeige ich euch. So, das heißt, hier rutscht man einer Notenschlüssel hart über die Blattkante, über die Tagkante besser gesagt. So, jetzt haben wir eine glatte Oberfläche, das heißt, man kann hier noch schön schieben. Man sollte es allerdings nicht übertreiben, weil sonst hier der Kleber rauskommt. So, und wenn ihr euch die Rückseite anguckt, es ist alles angeklebt. Ja, es steht ein bisschen was über, obwohl es ist ja richtig angeklebt. So, schwupp, jetzt. Jetzt ist es richtig angeklebt. Jetzt lege ich ihn erstmal beiseite, lasse ihn trocknen. Und zwar so rum, dass der überstehende Kleber nach oben zeigt. Erstmal trocknet er dann schneller und ich klebe mir das Ding nicht auf meine Klebeunterlage. So, jetzt habe ich noch so ein Ding. Jetzt nehme ich den nächsten Tag mal von
unten nach oben. So, da ungefähr. Und ihr seht schon, das Thema Augenmaß macht beim Junk Journaling total Sinn. Also jedenfalls für mich. Es gibt natürlich auch die Perfektionisten, die alles ausmessen und nichts dem Zufall überlassen. Das kommt meiner chaotischen Arbeitsweise allerdings nicht zugute. Ich mag das Fünkchen Chaos und auch dieses, ja, diese Überlegung, wo auch mal gucken, ob das passt. Ich schaue mir das mal an. Und was sagt Jutta von Funkelkram immer so schön? Wenn es halt nicht schön aussieht, dann klebst du was drüber. Und ja, man hat immer die Möglichkeit beim Junk Journaling irgendwas drüber zu kleben. So. Jetzt ziehe ich das ein bisschen runter. Ich werde nämlich nachher natürlich noch die Kanten, die überstehen, abschneiden. Klar, soweit. Sieht man ja jetzt schon von außen. So, wenn man jetzt hier, wie ich, irgendwie ein Haar mit eingebastelt hat, warum auch immer, was suchst du da Haar? Rausziehen, räumlich entfernen, irgendwo hinpacken, wo es meinetwegen auf dem Tuch kleben kann. Bleibst du wohl da, du Mistvieh? Mein Gott. Ja, wird wohl ein langes Blondes sein. Könnte mir gehören. So. Wenn man jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein bisschen übergemanscht hat, solange der Kleber nicht ganz trocken ist, könnt ihr das mit ein bisschen Feuchtigkeit einfach abwischen. So. Wieder auf den Kopf drehen. Das nächste Piece. So, ich glaube, den mache ich mir ein bisschen schmaler und mache zwei Streifen drauf. Weil da ist dann auch so ein herrlicher Text drauf. Der herrliche Text ist auf dem anderen Stück mit dem Wirtshaus und dem Bier. Ich finde, das passt immer schön für einen Geburtstag. Kann man auch mal über Wirtshäuser und Bier singen, musizieren. Ne, Frau Birgit, obwohl wir gehen ja eher Wein trinken. Ne? Aber egal, man kann halt musizieren. Das kriegen wir. So, da möchte ich das nämlich hier so rüberziehen und unten noch eine Kante. Was heißt unten eine Kante? Also ich habe es mir jetzt einmal durchgerissen. Ich zeige euch gleich, was genau ich damit meine. Und das wird jetzt hier nur so ein kleiner Quickie, weil ich nämlich auch gleich runter zum Reitunterricht muss. Nur mich juckte es tatsächlich in den Fingern hier einfach mal so durchzuziehen. Und diese Tags, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr arbeitet, also voll konzentriert an eurer Hauptaufgabe sitzt und nicht jetzt am Basteln oder sowas, nicht so was Feines, Flockiges, sondern an der Hauptaufgabe, die man so den ganzen Tag erledigt, teilweise gegen Geld, gucken einen doch manchmal irgendwie die Bastelsachen an, die hier so im Zimmer stehen und liegen und sitzen und wohnen. Also jedenfalls geht mir das so. Und dann überlegt man auch so zwischendurch mal in der Pause, oh, Mensch, was könnte ich denn mit diesem Tag machen? Zum Beispiel, wenn es sich um einen Tag handelt. Und dann, wenn man einen Feierabend hat, hat man dann tatsächlich noch eine richtig geile Idee oder sich über den Tag zusammengesponnen. Und los geht's. Kurz bevor man rausgeht, schmeiß weg. Kurz bevor man rausgeht, muss man das jetzt noch festkleben, weil es lässt einem sonst keine Ruhe. So geht es mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist ja nun auch schnell gemacht, mal eben so die vorbereiteten Texte, die hatte ich nämlich schon längst vorbereitet. Die sind nicht frisch oder so, die sind ein bisschen abgehangen. Das soll auch so sein. Dann kann man länger darüber nachdenken, was man mit denen anstellen möchte. So, wieder lasse ich es ein bisschen überstehen, ihr seht es schon. Ja, auch den lege ich jetzt erst einmal quasi aufs Gesicht, wenn man das so möchte. So, und auch wenn ich jetzt hier hinten schon ein bisschen mit Distress rumgehext habe, werde ich das Hexen auch vorne noch erweitern. So, jetzt kürze ich mir das Hexen hier mal. Vielleicht brauche ich das ja noch den Rest. Hier kürze ich mir das auch mal. Der dritte im Bunde darf noch ein bisschen trocknen. So, dann muss man natürlich gucken, was sieht am schönsten aus. Welche Stelle so. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, wie ich jetzt, das Ding jetzt am Trocknen haben wollt, aber gleichzeitig eigentlich weiterarbeiten müsst, also wollt,
Legt euch was drunter, legt es hohl. So, weil ich möchte mir die drei jetzt natürlich angucken. Und gucken, an welcher Stelle. Jetzt habe ich ja schon wieder. Das ist aber kein Haar von mir. Das ist ein Berryhaar. Der kleine Katzentier. So. Zurück zum Thema. Ihr wollt etwas. Also drei verschiedene Teile machen, die sich aber trotzdem sehr ähnlich sehen wollen, müssen sollen. Dann müsst ihr die natürlich auch nebeneinander legen, während ihr die Deko da drauf packt. Also hier gefällt mir das nicht. Den müsste ich eigentlich so rum hinlegen, aber da sieht doch nicht so schön aus. Vielleicht. Hier ist er gegensätzlich. Also hier. Das gefällt mir besser. Oh, da haben wir das bisschen Bier. Guck mal einer schauen. Ja, das ist ja nur ein Lied, ne? Aber so möchte ich das gerne haben. Was natürlich dann noch super schön dazu passt, das werde ich allerdings wahrscheinlich jetzt heute nicht zusammengetüdelt bekommen, weil ich den Faden nicht habe. Muss ich nämlich erstmal suchen. Die Chanuki. Von Chanuki Arts, ich weiß jetzt gerade nicht ihren korrekten Namen, die macht immer so schöne Sachen mit so kleinen Fadennestern irgendwie. Also sie schnappt sich echt ja, Garn, macht aus diesem Garn so ein kleines Nest, tüttelt das zusammen, das sieht total lustig aus und setzt da so eine halbe Perle oder irgendwas rein. Ich finde das super cool. Ich glaube, das wird hier auf dem Text auch, wird das auch schick aussehen. Da, wenn man jetzt hier noch so einen Knödel hier, so ein einfach schon Garnknödel hinsetzt und ja. Halbe Perle oder eine hier Liquid Pearls. Das wäre hier für diese Text, glaube ich, sehr schick. Gucken. Da gibt es so Sachen, da werde ich nochmal drüber schlafen, ob ich das wirklich mache. Ich denke jetzt nämlich daran, und das könnt ihr natürlich jetzt nicht wissen, ich denke jetzt daran, dass wenn ich das in das Cover vorne reinsetze, da habe ich jetzt zwei kleine Taschen. Und die möchte ich sehr gerne, also da möchte ich mindestens mal ein oder zwei dieser Tags reinsetzen. So, wenn ich da ein oder zwei der Tags reinsetze, das ist recht straff. Ich zeig mir das mal. Hier, da sollen die dann hinter. Und wenn ich dann hier unten diesen Knödel dran habe, und mit diesem Knödel da reinrutschen soll, dann könnte das meinen Tag ein bisschen beschädigen. Das fände ich eher doof. Dementsprechend muss ich da tatsächlich drüber nachdenken. Wobei ich mir an dieser Stelle bei dem Tag hier kann ich mir das hier oben vorstellen. Oder ich denke mir auch eine andere Sache aus, die ähnlich schön ist, nur halt flach. Also ohne Faden und ohne halbe Perle oder sowas. Da trägt der nicht so auf, beziehungsweise da bleibt man dann nicht an der Tasche hängen. Die Tasche sollte doch gerne heile bleiben und das, der Tag mit dem kleinen filigranen und wirklich alten Liebesmarkendingens hier sollte auch heile bleiben, finde ich. Finger schnell dran fest. So. Ja, manch einer hätte da jetzt vielleicht noch eine Lage irgendwas drunter gemacht oder vielleicht die Noten des Stress, aber ich möchte gerne noch mit dem wunderschönen altrosa, mit der wunderschönen altrosa Farbe drumherum gehen. Hier mit dem Velvet-Dingens. So. Ja, es ist schon so weit trocken. Also was heißt so weit trocken? Es ist natürlich noch nicht komplett trocken. Es ist trocken genug. Hier die Ränder abzuschnibbeln. Gut, so oder so, ich kann das hier distressen. Ich habe überlegt, ob ich hier noch einen Stempel drauf packe, aber andererseits möchte ich da auch, dass Platz zum Schreiben bleibt. Dann
Dementsprechend werde ich gleich hoch einfach mal die Sachen durcheinander schmeißen. Dementsprechend werde ich davon absehen, dort noch irgendwas vollzustempeln. Höchstens, ich hab noch so eine kleine süße Biene, die ist mini, mini. Die könnte da passen. Auch natürlich zu den Blumen und Schmetterlingen. Das wäre noch eine Idee. Kann ich aber im Nachgang machen. Erstmal möchte ich diese Tags hier, sag mal, Grund bearbeiten. So, wie Sie sehen, sehen Sie. Das ist fein. Jetzt kann ich eine kleine Aushilfskleberrolle da mal verschwinden. Ja, die haben sich ein bisschen gewellt. Kleber weg, Deckel drauf. Die haben sich ein Mühe gewellt, aber schon als ich das großflächig die Rückseite drauf geklebt habe. Das ist halt so, wenn man so eine große Fläche klebt, dann darf man damit rechnen. Genau, so, hier hatte ich noch ein bisschen Bast. Jetzt muss ich einmal Fingerdauer suchen. Hier noch was. Mein Fingerdauer. Victorian Velvet. Das ist jetzt hier kein Oxide, das ist Ink. Und damit gehe ich jetzt hier einfach einmal um die Ränder. Und zwar innen und außen. Dann passt es zu dem feinen Rosa Touch, den ich auf diesem kleinen süßen Journal habe. So, ich höre draußen schon Schritte, das heißt, meine Reiter sind schon am Start. Es gibt immer so ein paar, die kommen ein bisschen früher, das ist halt so. Wir werden mich heute eine Runde durchs Gelände drehen, weil einfach, ja, es ist heiß und staubig, der Reitplatz ist wie ein Backofen. Und in Ermangelung einer Reithalle drehen wir einfach eine Runde durchs Gelände. Da wir sonst sehr selten ausreiten, ist das natürlich ein echtes Highlight. So, was ich jetzt gleich noch machen muss, ist natürlich meine Öse. Die kommt gleich noch dran mit der Distressen. So, und nichtsdestotrotz, das Schöne an meiner Reitgemeinschaft hier an den, also meine Reitkids ist, die kennen sich aus, die schnappen sich schon auf Forke. Meistens ist schon, wenn ich um 17 Uhr dann rausgehe, ist der Stall schon. Was auch nicht so schwierig ist, dadurch, dass meine Pferde eigentlich größtenteils im Offenstall wohnen, wo ich finde auch Pferde hingehören, ist natürlich nicht so viel zu machen. Unser Shetland Pony schläft drin mit einem Kumpel einfach. Wir haben hier in der Gegend Wölfe und der Kleine ist nicht höher als ein Wolf und schneller wahrscheinlich auch nicht. Dementsprechend, ja, gibt es immer zwei Kumpels, die im Stall übernachten. Und deswegen ist, sag mal, ein bisschen was im Stall ist zu tun. Aber im Gegensatz zu manch anderer Stallarbeit ist das sehr moderat. So, zurück zu den Tags. Ich habe jetzt so ein bisschen größere Flaschen drauf gemacht. Was dabei hilft, wenn man sich so ein bisschen zu viel drauf macht, einfach die ganze obere Kante ein bisschen stärker distressen. Und fällt das gar nicht auf, dass es nicht so stark gewollt war. So, und es darf auch gerne ein bisschen unregelmäßig sein, finde ich. Schwupps. Das haben wir. Jetzt haben wir noch. Jetzt haben wir noch den Auftrag, hier die Löcher zu erwischen. Ein kleiner Bambus. Q-Tip, Wattestäbchen, wie auch immer. So, nehmen, ups, ein Titschen, drehen. Einfach drauf und drehen. Das muss ja nur angedeutet sein, das muss ja nicht mal komplett hier eingefärbt sein oder irgendwas. Da gibt es bestimmt auch elegantere Wege, das zu tun. Hier ist jetzt mein Weg.
Und funktioniert. Also einmal Victorian Velvet beiseite. Und ich hatte mir hier diesen Bast ausgesucht. Bastelbast, das müsste sogar echter sein. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie ich den da durchkriege. Ein kleiner Tipp zu, egal was für einen Tüdel man da durchmacht, macht das immer von der Seite, wo ihr es seht. Das heißt, die Seite hier möchte ich natürlich vorne haben, wenn ich das in mein Journal, in das die kleine Tasche da reinpacke. Und dementsprechend ziehe ich da erstmal von vorne nach hinten durch. Und tada. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Schicki. Jetzt ist ein bisschen das, was absteht. Die müssen ja gar nicht so mega lang sein. Reicht ja, wenn sie einfach so ein bisschen zusammen sind. Und ich finde einfach diese. Also man kann natürlich diese Tags auch ohne das Fähnchen machen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da gibt es bestimmt Fachbegriffe. Nur, ich finde irgendwie, das sieht viel besser aus mit. Muss ja nicht gleich so sein, dass man einen Koffer irgendwie mit anbinden kann. Aber so der. Künstlerischen Vollständigkeit zuliebe sollte man doch irgendwie. Das kann ja noch ein bisschen auseinanderzupfen. Ne, falsche Seite. Da habt ihr gemerkt, ne? Habt ihr doch gleich gemerkt, dass ich das hier falsch mache. Erst erzählt ihr das groß und breit und dann macht ihr das selber falsch. Ist aber auch im Leben her. So. So, was man dann jetzt noch machen kann und auch sollte, also Mann, wer ist eigentlich dieser Mann? Ich mache das dann gerne so, dass ich die so ein bisschen anschräge, auch unterschiedlich. Bastelbast an die Seite und 1, 2, 3 und bin frei. So schön kann es sein. Zack. So, das war's mit dem kleinen Tag Quickie. Ich düse jetzt raus zum Reitunterricht. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich freue mich auch, wenn ihr Spaß daran habt, sowas mal nachzubasteln. Schickt mir gerne Kommentare oder auch mal irgendwie ein Bild von euren Werken, da wäre ich sehr gespannt dran drüber. Einen drauf. Gottes Willen, Präposition und ich sind heute keine Freunde. Vielleicht sollte ich das einfach mit dem reden lassen und einfach nur irgendwas Stumpfes tun. Habt einen feinen Basteltag und ja, bis demnächst in diesem Kino.